Und da war der Punkt, Hannes macht seine 5 Hektar, aber da kam kein Saatgut raus. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ich habe gerade so gedacht, jetzt haben wir 13 Uhr, Hannes war gerade zur Mittagspause. Und dann habe ich gedacht, na, eigentlich wolltest du hier um 11 Uhr fertig sein heute. Du lässt dich aber schon ganz schön feiern. Hannes lässt sich feiern. So, Leute, hier letzter Tag mit der Kleiden. Und dann bin ich eigentlich fertig mit der Weizenaussaat für 2022. Was kann ich euch sagen? Leute, ich habe hier ein kleines Manko an der Kleen gefunden. Und das habe ich auch gefunden gehabt bei der Novak. Erinnert ihr euch? Und zwar, ich habe das heute auch gehabt. Mal gucken. Ich habe das heute auch gehabt und war draußen gucken und habe dafür das Gebläse ausgestellt. Hast du so einen Krach, war ich im Tank gucken. Wie sieht die Welt aus? Ne? Klar, das Ding hat Sensoren, aber ja, wir gucken lieber nochmal von Optik alleine rein. Da bin ich wieder in den Trecker geschieben, bin los und hab da meine 5-6 Hektar gedrillt. Aber Hannes hatte vergessen, das Gebläse wieder anzumachen. Und ich habe keine Meldung gekriegt. Und denk, Mensch, langsam müsste das Saatgut doch alle werden. Und da ist mir das eingefallen, Leute. Dann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Haben wir etwas schon? Wir müssen hier stehen, ne? Wir müssen das stehen hier, um den Autopilot zu aktivieren, Hydraulik aktivieren, Joystick entriegeln, Gebläse anschalten. So, Allrad ist drin. Autopilot-Taste, aha, jetzt lenkt er uns in die Spur rein. Und das müsste das Korrektursignal sein, genau, das ist da, das ist Satellitenempfang, das ist Korrektursignal und das ist, dass der Autopilot gerade drin ist. Aber anscheinend ist unser Gerät noch auf der anderen Seite. So, und da war der Punkt, Hannes macht seine 5 Hektar, aber da kam kein Saatgut raus. Und da ist wieder der Punkt, wo ich gedacht habe, Junge, das Ding muss eigentlich richtig Alarm machen, wenn man versehentlich das Gebläse auslässt und das Saatrad kann sich ja drehen, das funktioniert ja. Aber er wird es ja im Prinzip nicht mehr los. So, und dann hat Hannes nochmal 5-6 Hektar nochmal nachgedrillt. Einfach nochmal doppelt. Klar, da werden 1-2 Bahnen, werde ich schon was gedrillt haben, aber ich wusste ungefähr den Punkt, wo ich gucken war. Und dann habe ich 2-3 Bahnen nochmal mehr gedrillt. Sicher ist sicher. Aber das ist so ein Punkt, da muss das Ding Alarm machen, Alter. Wenn du das Gebläse nicht anhast, Gebläse und Drehzahl von dem Seeaggregat muss gekoppelt sein, weil wirklich, wenn das Gebläse nicht an ist, dann muss der Alarm machen und sagen, ey Alter, du drillst nicht. Und ich bin auch der Meinung, in der Isobus-Variante war das auch so, der hat er automatisch immer aufgezeichnet, wenn das Seerad aktiviert war. Das haben wir natürlich in der Variante jetzt nicht so. Deswegen bin ich auch so ein kleiner Isobus-Fan. Ich weiß aber noch nicht, ob das in der Funktion mit dem Isobus schon funktionieren würde, weil dieses Terminal ist ja relativ neu und ich weiß, dass Klaas das offiziell vorgestellt hat, aber ich weiß nicht, ob es schon frei für den Markt ist. Das ist so ein Ding wie beim Fendt One. Ne? Fendt One war da, war auch in den Treckern da, aber ich sag mal, die ganze Software musste relativ viel nachgepatcht werden. Der kann erst seit kurzem wieder alleine umdrehen, der Schlepper. Ja, was meine Baureihe zum Beispiel schon so von Anfang an kann, kann Fendt One jetzt erst wieder seit kurzem, weil die Software das noch nicht mit beinhaltet hat. Das ist so, ich meine, man kann das auch verstehen, jetzt haben wir Corona dazwischen gehabt und um so ein Ding zu entwickeln, nur um diesen Bildschirm darzustellen, da ist ja ein riesen Rattenschwanz dran und dann sind da riesen Gespräche, die im Vorfeld gelaufen sind, dann werden alles zu einer bestimmten Zeit getaktet und wenn dann sowas wie Corona zwischenkommt, dann ist so ein Release geplant, da kommt man nicht mehr drum rum, aber dann ist das vielleicht ein nicht ganz fertiges Produkt. Will ich nur sagen, ich habe davon keine Ahnung, ob es das inzwischen kann oder nicht, weil ich kann es ja jetzt auch nicht ausprobieren. Ich habe da keinen Isobus-Anschluss dran an dem Gerät. Aber es ist möglich, dass es noch nicht kann, aber demnächst jetzt bald reinkommt. Über Winter kommt meistens ganz viel rein bei den Herstellern.
Dann ist immer so ein Punkt. Wenn ihr das, kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen größer seid? Und dann fahrt ihr so ein bisschen den Sitz aus, dass im Prinzip das Bein schön gerade steht. Und dann ist das bei großen Menschen, dann ist der Federweg nicht mehr so lang. Und das heißt, jedes Mal, wenn das wippt, dann komme ich immer an den Endanschlag von dem Sitz. Das heißt, ich habe nicht diesen normalen Federweg, der so smooth ist, sondern ich habe immer so ein Ruckwippen und das ist richtig nervig. Das habe ich, bei unserem Fan haben wir es nicht. Wir hatten es davor beim 939, der Sitz hat es gemacht. Ich bin der Meinung, im Häcksler haben wir das Problem und im Mähdrescher bin ich auch der Meinung. Ich muss immer ein Stück tiefer sitzen, als ich eigentlich sitzen würde, damit der Sitz einen schönen Federweg hat. Noch schlimmer fast ist es, wenn es mal ein bisschen leichter war. Es gab ja mal einen Hannes, der hat auch ein bisschen weniger gewogen. Der Hannes vor YouTube, der hatte nämlich Zeit für Massesport. Und da war es mit den Sitzen fast noch schlimmer. Wenn man leicht und groß ist, das war noch schlimmer. Aber nun gut. Also, wir drillen hier Weizen in Forma. Immer noch. Hab noch einen kleinen Rest Akzent-Atelier. Einen kleinen Rest-Atelier dabei. Da war noch ein halber angefangener Big Bag. Und ja, drüben, irgendwo da hinten am Ende, ist Svenny am Güttlern, am Walzen. Wir haben das letztes Jahr mit der Güttler gemacht, den größten Teil haben wir aber auch teilweise, den größten Teil nicht, aber wir hatten auch einen Teil nicht gegüttlert, das macht auf unseren Böden keinen Unterschied. Aber weil wir ja gestern so eine Experimente gemacht haben mit dem Dinkel, den wir einfach nur ja, ein bisschen im Striegel mit reingestreut haben. Was heißt im Striegel? Wir haben da schon ein bisschen in der Saat drin, aber der ist deutlich mehr in alle Richtungen gesprungen. Und deswegen ist es davon auszugehen, dass es ein bisschen besser wird, wenn das Ganze schön angedrückt wird. Und dann machen wir gleich alles so ein bisschen. Dann ist das auch schön glatt hier mit den Stoppeln und alles. Und dann sieht das auch schön aus. So. Aber ich denke, richtig notwendig wäre es bei der normalen Getreideaussaat nicht. So, nächstes Jahr Herbst aus der denn auch wieder mit Kläden, wa? Gucken. Viele schreiben ja auch nochmal in den Kommentaren, was man mit der Drille. Also eine Avatar habe ich schon lange versucht zum Betrieb zu bekommen, aber ja, keine Ahnung, gefühlt ist da kein Rankommen. Gefühlt werde ich da auch von Horsch nicht richtig ernst genommen, habe da letztens nochmal auf Instagram geschrieben, weil meistens bei Instagram hat man dann den direkten Weg zu der Marketingabteilung, die kennen einen theoretisch schon durch die ganz normale Marktanalyse und das öffnet einen auch so ein bisschen die Möglichkeiten, aber auch das hat mir da nicht weiter geholfen. Ich habe das schon mal mit ein, zwei Leuten von Horsch besprochen. Ja, eine Avatar scheint nicht möglich für mich zu sein. Dann hatten wir eine Köckerling Ultima war im Gespräch, aber die war auch etwas geplant, sagen wir es mal so, aber die hat Köckerling auch abgesagt, weil keine zur Verfügung stand, weil halt kein Material da war. Das ist vielleicht was fürs nächste Jahr. Ja, ansonsten würde ich noch mal nach wie vor gerne eine Weaving ausprobieren. Die interessiert mich wirklich noch mal sehr. Na gut, soweit erstmal. Ich muss jetzt hier noch ein paar Bahnen drehen. Ich habe auch schöne Aufnahmen heute Morgen gemacht. Ein bisschen später angefangen. Aber ich bin ja, ich war um 8 Uhr hier auf dem Acker. Und gestern Abend habe ich mich aber auch nicht tot gemacht, da war ich um 5:30 auf dem Betrieb. Jetzt hier auf den letzten Meter, ne? Muss man sich nicht verausgaben, dann wollte ich lieber mit Anton zusammen Abendbrot essen. Morgen haben wir denn, weiß ich nicht, ob wir nochmal was loggen oder wenn nicht. Wenn nicht, sehen wir uns gleich beim Gereste fahren wieder. Bis gleich. So Leute, direkt von der Drillmaschine auf die Wiese. Aber es ist schon ein Tag vergangen. Ein Tag zusätzlich. Wir haben heute schon Freitag. Wir haben Ende der Woche und wir haben keine Lust mehr. Also, Gereste fahren. So am Ende der Saison, wisst ihr, wenn eigentlich so alle Messen gesunken sind und wenn du nochmal das Endlager leer fahren musst, oh, nee, dann hat man keinen Bock mehr. Dann strecken sich die letzten Kubik und die zählen einfach mal 2. Ja, aber gestern sind wir gut vorangekommen. Ich habe gestern früh noch eine Stunde fertig gedrillt, hatte
Mir hat das Saatgut am Ende nicht gereicht, was ich da aufgefüllt hatte. Und dann, ach, dann waren wir zu Hause, dann haben wir Abendbrot gegessen. Dann war ich 5:30 zu Hause am Vortag. Hat ganz gut gepasst. Und habe ich gestern früh 7 das Fix fertig gemacht. Und dann sind wir 8:30 oder so, waren wir hier schon mit den Gerissen unterwegs. Und haben ganz entspannt gemacht bis gestern kurz nach 4. Und heute nochmal entspannt, sodass wir 1000 Kubik raus haben. Und dann sind wir durch, dann ist es schon leer. Wie kommt das dazu? Wieso war es letztes Jahr so ein Ereignis und dieses Jahr ist schon leer? Ja, ganz einfach. Ich habe ja Gerste auf den Zwischenfrüchten gefahren, relativ spät im September. Und ihr erinnert euch, ich habe zeitgleich mit den Landwirten getauscht gehabt. Das heißt, ich habe bei ihm rausgefahren, weil es dichter war und er hat bei mir rausgefahren. Und dadurch ist da einfach nicht viel drin in den Behältern. Und dann fahren wir das jetzt raus und dann sind wir auch schon durch. Was auch Gott sei Dank so ist, weil heute ist Freitag, wir haben dann ein verlängertes Wochenende und dann ist das ganz gut. Heute wird wohl der Mähdrescher vom Umbau fertig, der wird auf Mais umgebaut. Ich hoffe, wenn ich den abhole, ich muss meinen Werkstattmeister fragen, ob wir da mal eine Runde reingehen und uns das mal angucken und ob der Werkstattmeister uns mal kurz erzählt, was die da alles gemacht haben, ob der so Bock auf Video hat oder eher nicht so. Und ja, dann hoffe ich nächste Woche, ich kann dreschen. Also es ist so, dass ich da echt angewiesen bin auf die Trocknung und musste einfach gucken. Ich hatte jetzt ursprünglich für Dienstag das Ganze geplant, aber der hat jetzt angerufen und gesagt, hey Janis, du, ich bin erstmal noch komplett voll bis zum Anschlag. Jetzt habe ich noch einen anderen Betrieb angefragt, der hat gesagt, du, ich nehme Mittwoch jetzt noch mal einen an, das ist nicht viel, aber danach könnten wir, sodass ich hoffe, so wir könnten vielleicht ja, Donnerstag was dreschen, was wir ihm schon morgens rüberfahren können. Wir können ja das wieder in der Halle zwischenlagern. Das ist gar nicht weit von hier, können das in der Halle zwischenlagern. Und auf jeden Fall habe ich da noch Bedarf für die Zukunft. Also das Trocknen ist jetzt über die letzten Jahre immer wichtiger geworden bei mir auf dem Betrieb. Das war früher nie so ein Thema mit den Hektaren, was ich angebaut habe. Aber jetzt durch die Sonderkulturen, durch die Sonnenblumen, die jetzt mehr werden, auch Körnermeister, was jetzt so ein bisschen in den Betrieb reinrutscht. Ich denke, der wird sich etablieren, weil es einfach was Cooles ist für den Boden, ne? Die ganze Organik, die da zurückbleibt. Gerade wenn ich im Bereich Direktsaat mich weiterentwickeln muss, dann muss ich noch ein bisschen den Humusgehalt pushen. Oder generell muss ich den Humusgehalt pushen und da ist der Körnermais einfach eine gute Variante. Wenn es in der neuen GAP auch so kommt, dass der Boden bedeckt sein muss über den Winter, ich meine, das wurde jetzt wieder entschärft. Ich glaube, das heißt, es nur noch 70% der Flächen muss bedeckt sein, die über den Winter geht oder so. Dann ist es so, dass ich zum Beispiel, ich mag ja gerne Mais, Sonnenblumen nach Mais, weil da einfach die Feldhygiene so hervorragend ist. Das heißt, ich habe da wenig Unkräuter, dass ich das mit dem Körnermais realisieren könnte. Das heißt, ich mache da meine 50, 60, dieses Jahr 70 Hektar Körnermais und im Anschluss nächstes Jahr Sonnenblumen. Da würde ich die GAP-Bedingungen erfüllen. Würde eine Bedeckung über den Winter haben, dieser Flächen, und könnte dann im Frühjahr ohne Probleme da Sonnenblumen reinbringen. Und dann denke ich mal, ist das Maisstroh auch entsprechend mürbe, sodass Triptil da funktioniert, ohne zusätzliche Bodenbearbeitung oder vielleicht mit einer Messerwalze. Aber das müsste ich dann sehen, inwieweit ich da was anpassen muss oder nicht. Das ist alles nur ein Versuch, da muss ich dann selber erstmal gucken, wie das da funktioniert. Und deshalb ist es halt nach wie vor wichtig, auch sag ich mal, so eine Trocknung da für die Biogas zu realisieren. Aber es ist natürlich entsprechend mit meinen Mengen, bin ich da schon bei einer größeren Trocknung hier, keine Ahnung, bei 70 Hektar Körnermais. Ich sag mal, wenn es schlecht läuft, sind es 350 Tonnen, wenn es gut läuft, sind es 700 Tonnen. Und die innerhalb von, ich sag mal, maximal eine Woche zu trocknen, das sind dann schon größere Trocknungen. Das kriegt man mit Containertrocknung nicht realisiert. Und ich habe da schon Angebote gehabt, aber parallel dazu brauche ich da eine Halle. Und da mache ich mir jetzt im Winter nochmal Gedanken, vielleicht eine kleinere Halle erstmal, die sozusagen ein Zwischenlager, also kleine Halle, 20 mal 40 Meter oder so, die so ein Zwischenlager ist. Ich muss mir da im Winter nochmal ausgiebig Gedanken machen. Das Problem ist halt, der Markt ist aktuell auch nicht so, dass man da irgendwas investieren mag und möchte und kann und will. Man bekommt Angebote, die 2-3 Wochen Preisbindung haben. Das heißt, du bekommst ein Angebot, dann musst du, sag ich mal, die Baugenehmigung beantragen. Ja, und wenn die Baugenehmigung durch ist, dann weißt du noch nicht mal, ob das Angebot, was du gekriegt hast, ob du es auch annehmen willst, weil es dann schon wieder teurer geworden ist. Es ist momentan ein schwieriger Markt. Und vom Bauch heraus würde ich so denken, momentan nur das Nötigste investieren und einfach mal abwarten, bis sich der Markt wieder beruhigt. Das ist momentan so, die bei den Landmaschinen, da wird es Woche für Woche teurer. Das ist da unglaublich. Man bekommt da Zahlen,
zu hören. Also ich sag mal, für einen Schlepper wie Svenny, den fährt mit so 270 PS, da rufen die Hersteller inzwischen fast 300.000 netto auf. Das ist das Doppelte wie das, was ich für Svenny seinen Schlepper bezahlt habe. So, ne? Und also das sind einfach Preise, wo ich so denke, da will ich mich für die Zukunft nicht verbiegen, und das gilt auch für eine Halle oder auch für so eine Trocknung. Da muss man vielleicht 2-3 Jahre erstmal überbrücken. Man kann ja nicht alles innerhalb von einem Jahr irgendwie umreißen. Das muss immer Stück für Stück klappen. Wir sind weit gekommen jetzt die letzten Jahre. Und das, denke ich mal, ist für die Zukunft da wichtig, gerade in Sonnenzeiten. Denke ich mal, ist Besonnenheit wichtiger als irgendwas Hals über Kopf zu machen und zu investieren. Jo, Schlitze ist noch dran. Diesmal, weil die Schlitze noch dran war, ne, weil wir in die Zwischenfrucht gefahren sind. Und wir wollten jetzt für die 1000 Kubik, hatten wir keine Lust, das Bohmich da noch anzubauen und umzubauen. Die 3 Stunden, 4 Stunden wollten wir uns da noch nicht geben und haben dann gesagt, komm, jetzt machen wir die letzten Meter da mit der Schlitze fertig. Und dann ist ja gut, sind ja nur 1000 Kubik. Und danach geht sie aber weg, also ich werde sie definitiv nicht behalten. Das passt nicht richtig momentan, generell die Situation nicht. Und jetzt bei den Moorwiesen ist es auch so, zum Beispiel, da ist das Ding relativ schnell an den Grenzen. Nicht, weil das Schlitz nicht passt, also das passt schon mit maximaler Entlastung. Aber es ist halt so, durch das Wanken, also ich muss jedes Mal das Ganze anklappen, wie ihr jetzt da vielleicht seht, ich muss das immer anklappen. Und durch das ganze Wanken haue ich dann doch mal in die Erde rein. Und was ich jetzt auch so festgestellt habe, wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier jetzt ganz normal ausbringe und will die Schlitze selbst auf minimalen Druck laufen lassen, also auch selbst mit Entlastungsdruck, ist das so doll, dass ich dann irgendwie in den Ecken immer wieder anecke und dann wieder ein bisschen Boden aufschiebe. Und deswegen fahre ich zum Beispiel auf dieser Wiese, gestern habe ich komplett normal geschleppt, aber deswegen fahre ich zum Beispiel auf dieser Wiese so und heb das Ding aus und lasse die Gerste raus, ganz normal. Also oberflächlich werden ja trotzdem streifenweise ausgebracht, aber wir haben auch kalte Bedingungen. Ist jetzt kalt, eben hat es noch mal kurz ein bisschen genieselt, das funktioniert ja schon. Aber da hat die Schlitze wirklich ihre Grenzen, so Moorflächen funktioniert da nicht richtig. Und Steine mag sie auch nicht. Also bei Steinen haben wir da auch so ein bisschen Problem, dass da so kleine Ösen dann reißen, die wir jetzt so ein bisschen schon erneuert haben. Und das funktioniert da schon mit dem Bohmich ein bisschen. Das verzeiht ein bisschen mehr Probleme und ein bisschen mehr unebenen Boden und sowas alles, ne? Aber so viel dazu. Also das habe ich gestern festgestellt, dann wenn es richtig anfängt zu wippen. Hier ist ja gerade glatt, aber hier sind ab und zu so ein paar Senken drin. Wenn es dann anfängt so richtig zu wanken oder so, dann haut die da im Boden und dann... Selbst wenn die Schare ganz entlastet sind, ist die Senken so doll, also selbst wenn sie nach oben geklappt sind, dass ich da trotzdem die Narbe mit hochziehe. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, mit dem Bohmech gerade so früh und im Herbst sind wir auch gut drin. Und Gerste fahre ich inzwischen auch im Bestand nach der Zwischenfrucht. Das sind dann ja auch schon kühlere Bedingungen, das ist dann nicht mehr Sommer. Inzwischen hat sich das auch wieder, ist krass, wie dynamisch sich das alles so entwickelt, gerade wenn man so im Bereich... Na, sag ich mal, No-Till, Strip-Till unterwegs ist, wie anders man das alles gestalten kann. Macht schon Sinn. Natürlich kann ich jetzt im Vorfeld nicht mehr, sagen wir mal, von den Sonderkulturen, was ich letztes Jahr gemacht habe, kann ich nicht mehr im Vorfeld Gerste ausbringen und sie zählen ja als eingearbeitet mit der Schlitze und dann irgendwie direkt drüber drillen. Das funktioniert natürlich nicht. Also da muss ich entweder in den Bestand reinfahren oder klassisch mit der Scheibenecke die Hektar dann da machen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das da realisieren will. Färberdistel kann man sicherlich mit Strip-Till machen. Das wäre eine Kultur, die auf den Reihen funktionieren würde. Vielleicht könnte man das mit Hanf auch machen und man macht eine Doppelreihe, so versetzt, fahren für die Vereinzelung. Ich weiß noch nicht, da glaube ich, kann man sich so ein bisschen reinentwickeln und kann man auch auf jeden Fall auch den Betrieb schön schmal halten, was mit den Geräten ist. Letztendlich verdient man immer an den Kompromissen, gerade wenn man nicht nur die ultra krassen Mengen hat. Also wenn man jetzt, sag ich mal, nicht 10.000 Kubik schlitzen kann und 10.000 Kubik Bohmech und 10.000 Kubik Scheibenecke oder so, sondern wenn es immer so ein Kompromiss ist für so ein paar Hektar. Das funktioniert, glaube ich, schon ganz gut. Und dann, was mir noch aufgefallen ist, bei der Schlitze ist es ja so, da sind ja unten die Gummitüllen, die werden ja abgeklemmt, damit das zu ist. Und die bleiben ja dann auch über Nacht stehen. Aber mir ist dann zum Beispiel aufgefallen, wenn man extrem dünne Gerste hat, wie wir aktuell jetzt, so, ne? Das ist wie Wasser, das Zeug. Dann ist es so zum Beispiel, dass wir,
wenn wir die Gärreste über Nacht, also wenn die Schlitze über Nacht steht, dann läuft diese extreme Flüssigkeit, also es verliert ein bisschen Spannung, die extreme Flüssigkeit geht raus und dann bleiben so ein bisschen die festen Stoffe übrig und dann ist das Ding am nächsten Tag so ein bisschen verstopft. Ne? Also versteht ihr, weil sich so ein bisschen der Festanteil unten sammelt und dann ist es am nächsten Tag verstopft. Man muss da wirklich dran denken, wenn man die Schlitze abends auf den Hof stellt, also erstmal hier die ganzen Klemmer aufmachen auf dem Acker, damit die einmal richtig leer tropft. Man kann ja dann auch nochmal mit Luft einmal durch pusten, saugen oder pusten. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen schräg zu den Spuren, die wir jetzt mit dem Fass hier gefahren sind. Und dann ist es natürlich so, dass wir, wenn du es auf dem Hof stellst, auch wieder dran denken musst, dass es aufgemacht werden muss. Das sind natürlich hier diese Spuren, die bleiben nicht. Der Moorboden arbeitet, das heißt, die sind nach ein, zwei Wochen, dehnen die sich wieder aus, dann sind die wieder weg. Übrigens auch mit dem Loch, dieses Video, was im Frühjahr war, wo Svenny sich ja festgefahren hat, was eigentlich gar nicht so schlimm war, aber durch das Rausziehen hat er sich so ein bisschen reingedreht, der Trecker, und dann sah das alles im All ein bisschen tiefer aus, als es eigentlich war. Und dadurch kam das auch so, also da kam dann auch die Frage auf bei vielen, ja, und was machst du mit dem Loch hinterher? Also der Moorboden arbeitet sich alleine zu. Ne? Also der arbeitet ja, der Boden, und ein, zweimal walzen und nach zwei Jahren ist so ein Loch weg. Also das arbeitet sich komplett wieder zu, weil der Boden sich dynamisch bewegt und dann ist das gar kein Problem. Also da muss man, viele haben ja, jetzt muss man der Erde reinfahren. Oh Gottes Willen, bloß kein Mutterboden in den Moorboden reinfahren. Zum einen, weil du den Hänger da gar nicht durchkriegst bis dahin. Und zum anderen, weil sich diese Böden niemals verbinden. Also um Gottes Willen, bloß nicht so einen Quatsch machen. Dann ist es so auch beim Mähdrescher Umbau, das will ich noch erzählen. Da kommen jetzt einige Komponenten, die bleiben halt dran am Mähdrescher. Also ich weiß auch nicht, das, was ich da bekomme, ist eine Menge für den Drescher. Fürs Mais-Umbau-Kit. Und am Ende werde ich einfach nur, sofern ich das weiß, eine Riemenscheibe tauschen, die Siebe tauschen und den Korb tauschen. Aber das gucken wir uns dann nochmal im Detail an. Und ich denke, wir holen den Dienstag ab. Montag ist ein Feiertag bei uns. Das ist der 31.10. ist bei uns ein Feiertag. Ich weiß nicht, ob ganz Deutschland ist, aber ich vermute. Ich weiß es nicht. Und jedenfalls, dann werden wir auf jeden Fall Dienstag den abholen und dann quatschen wir mal mit dem Werkstattmeister in der Hoffnung, der gibt uns mal Auskunft, was er da alles gemacht hat. Und ja, genau. So, Leute. Jetzt ist fast eine Woche vergangen. Wir machen das Ganze jetzt hier mal mit dem Handy. GoPro liegt im Auto und ich habe gerade Lisa und Anton dabei. Wenn ich jetzt eine kleine Kinderstimme hier zwischenspreche, dann ist das mein kleiner Anton. Ja, genau. Wir sind am Körnermaisdreschen. Haben vorhin, heute Mittag, den Drescher abgeholt. Hat ein bisschen länger gedauert. Wir haben ja heute schon den 2. November. Wir haben schönes Wetter. Und ich kann ja immer nur so dreschen, wie die Trocknung sozusagen Zeit für mich hat. Wir wollen das jetzt erstmal anprobieren. Der hat Körnermais noch nicht getrocknet mit der Trocknung. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, wie viel er schafft am Tag. Wir machen jetzt heute 60 Tonnen. So einfach mal als Indikator, um zu sehen, wie lange braucht er dafür. Morgen früh holen wir es gleich trocken wieder ab. Oder können wir abends noch ein bisschen was vorbereiten, was er gleich morgen früh mit reinfährt in die Trocknung. Wir haben wirklich guten Ertrag bis jetzt. Das ist der aktuelle, das ist der durchschnittliche. Haben natürlich auch Sandberg dabei. Das steht hier ganz gut. Jetzt geht es ein bisschen nach oben. Und wir fahren gerade übrigens auf Direktsaatmais. Also hier haben wir dieser Block, wo Direktsaat und Striptill normal ist. Und wir fahren gerade aktuell bei Direktsaat. Macht aber auch schöne Aufnahmen, der Handy, oder? Sieht fast ein bisschen besser aus als wie mit der GoPro. Und zu allen Details über das Ganze, das erkläre ich euch in der nächsten Folge. Welche Sorte, wie viel wir ernten, wie feucht, das habt ihr alles gerade gesehen. Da 26% sind aktuell. Solider Ertrag. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ein kleiner Hinweis noch. In der letzten Folge wurde gefragt, von wem war denn die Kleiden mit dem Axion? Und zwar ist das Grube Landtechnik aus Rheinfeld. Hashtag keine Werbung. Und da kam das ganze gute Gerät her, da hat sich die Mühe gemacht. Und wenn ihr da mal Interesse habt, dann könnt ihr euch gerne bei dem Landtechnikhändler melden. Der macht die Vorführung für die Kleiden. Fährt da jetzt mit. Genau, und ich würde sagen, mehr
sehen wir dann in der nächsten Folge wieder. So ein Mais reinzufahren, da macht einfach nur Spaß. Lisa sagt da auch mal was. Ja. Ja. Lisa döst hier gerade weg, die hatte gerade die Augen zu. Dann zeige ich euch in der nächsten Folge auch, was wir alles umgebaut haben. Wir nicht. Die Werkstatt, erstmalig war es die Werkstatt, danach machen wir das. Gut, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.